erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Zurück auf Anfang heißt es nun also in der CDU und wieder muss die Partei sich auf die Suche nach einem oder einer Vorsitzenden machen, wie schon 2018. Als nach dem Rückzug Angela Merkels als Parteichefin gleich drei Kandidaten auf die Bühne traten. Ein bisschen wie eine Rockband seien sie damals gemeinsam durchs Land getourt, sagte der am Ende unterlegene Kandidat Jens Spahn, der jetzt, nachdem die damals siegreiche Frontfrau Annegret Kramp-Karrenbauer ausgestiegen ist, zu denen gehört, die für die Nachfolge im Gespräch sind. Ebenso wie sein damals wie heute beherzt aufspielender Bandkollege Friedrich Merz. Oder wird es diesmal einer, der sich seinerzeit noch geziert hatte, ins Bewerberrampenlicht zu treten? Über die Suche der CDU nach ihrem nächsten Superstar und Misstönen einer aus dem Takt geratenen Volkspartei, Christian Feld. Heimspiel, Friedrich Merz am Abend in Magdeburg beim Wirtschaftsrat der CDU. Herr Merz, wie kann es jetzt weitergehen mit der CDU? Nur nach oben, geht gut weiter. Auch später bleibt er ausreichend vage. Zum Kandidatenrennen nur so viel. Ich möchte, dass wir das in einer anständigen Form untereinander austragen. Und ich werde dazu beitragen, dass diese anständige Form gewahrt wird. Bei aller Unterschiedlichkeit, die wir vielleicht auch in den Personen und in den handelnden Akteuren haben. Am Nachmittag in Berlin. Es ist Tag 1, nachdem sich Annegret Kramp-Karrenbauer selbst aus dem Rennen ums Kanzleramt genommen hat und jetzt ihre Aufgabe darin sieht, ihre eigene Nachfolge zu organisieren. Also, wie geht es weiter? Im Grunde hat sich durch die Erklärung von Annegret Kramp-Karrenbauer eben nicht zur Verfügung zu stehen, nicht sonderlich viel am Verfahren verändert. Also es ist nur ein Kandidat, eine Kandidatin am Ende weniger. Wir sollten zügig eine Personallösung finden. Wir sollten uns aber nicht durch irgendwelche Fahrpläne unter Druck setzen lassen. Und am Ende des Tages ist wichtig auf dem Platz. Auf dem Platz ist der Parteitag und der ist bisher im Dezember terminiert. Ein Parteitag im Dezember, noch viele Monate weg. Das ist ein Zeitplan, den nicht allzu viele hier im Fraktionssaal für besonders realistisch halten. Nicht nur beim bayerischen Teil der Union hält sich die Geduld in Grenzen. Es muss einfach sehr schnell möglich sein, dass wir diese Fragen klären. Wir befinden uns im Jahr vor einer Bundestagswahl und da müssen die offenen Personalfragen auch geklärt werden. Das kann man jetzt nicht Monate vor sich her schieben. Ich denke, dass man vor der Sommerpause einen Parteitag braucht, der die Frage des Parteivorsitzes und die Personalfragen entscheiden. Mal angenommen, die CDU regelt bis zum Sommer die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer, dann wäre da ja immer noch Angela Merkel. Ein friedliches Mit- oder Nebeneinander mit dem frischen Kanzlerkandidaten nicht garantiert. Die oder der Neue muss das Sagen haben, fordern manche. Ob er oder sie dann mit der Kanzlerin noch 1,5 Jahre parallel läuft oder nicht, das muss er entscheiden. Und das wäre schon eine wichtige Änderung gegenüber jetzt, wenn er es entscheiden würde, dass diese Trennung nicht gut funktioniert, dann könnte das auch bedeuten, dass wir schneller auf Wahlen zulaufen. Und so sind heute viele Wünsche zu hören. Schnell soll es gehen und anständig und als Team. Genug Arbeit für Annegret Kramp-Karrenbauer. Und unterdessen geht nicht nur in der Thüringer CDU auch der Streit weiter, der sich um die Gretchenfrage dreht. Wie hältst du es mit der Linkspartei? Jahrzehntelang war für Christdemokraten klar, der Feind, der stand links und musste bekämpft werden. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft, wie es Parteichef Helmut Kohl einst formulierte. Doch 45 Jahre, nachdem die CDU die Wählerinnen und Wähler plakativ aufgefordert hat, doch gefälligst aus der linken Ecke zu kommen, fragen sich nun so manche Christdemokraten, ob man auch die SED-Nachfolgepartei weiter links liegen lassen sollte. Und ob der Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei noch zeitgemäß ist, der eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei genauso kategorisch ausschließt wie mit der rechtspopulistischen AfD. Christine Schweizer. Es ist nicht leicht zu erklären. Was da in Thüringen los ist, beschäftigt auch die Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Die scheidende Vorsitzende hat die Sogwirkung selbst zu spüren bekommen. In den Ostverbänden rumort es. Zu viel Einmischung aus Berlin, heißt es auch hier. Es ist ganz schwer, von Berlin zu kommen und zu sagen, was die Thüringer zu tun haben. Die Thüringer haben einen engagierten Wahlkampf gemacht, um Rot-Rot-Grün abzulösen und dann die Anmutung zu tun, irgendwie wäre es besser gewesen, wenn der linke Ministerpräsident durchgekommen wäre. Das ist schon nicht einfach für die Kollegen in Erfurt.
Zwischen Union und Linkspartei liegen Welten. Soziale Marktwirtschaft auf der einen Seite, Forderungen nach mehr Verstaatlichungen auf der anderen. Die Abneigung der Christdemokraten ist im Osten zudem historisch bedingt. Die Linke wird als Nachfolgerin der SED gesehen und damit auch in politischer Verantwortung. Für ein System, das Menschen diffamiert, verfolgt und getötet hat. Der Vorwurf, die Linke habe sich bis heute nicht glaubhaft davon distanziert. Im Dezember erst wählte die Thüringer Linke einen neuen Geschäftsführer. Matthias Günther war nach eigenen Angaben Offizier und inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Wenn der Ministerpräsident Bodo Ramelow oder ehemalige Ministerpräsident noch nicht einmal die DDR als Unrechtsstaat anerkennt, dann ist das aus meiner Sicht alles nicht machbar. Bodo Ramelow will sich auch nach dem Wahldebakel mit den Stimmen der CDU wiederwählen lassen. Eine eigene Mehrheit hat er nicht. CDU-Ministerpräsident Günther aus Schleswig-Holstein rät zu mehr Offenheit in Richtung links. Die Bundes-CDU lehnt das ab. Auch aus Angst vor der eigenen Basis. Im Osten drängen Teile nach rechts, trotz Unvereinbarkeitsbeschlusses mit der AfD. Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung will hart durchgreifen. Das bedeutet auch, dass beispielsweise wir als Bundesvorstand, aber auch die nachgeordneten Vorstände diesen Beschlüssen Geltung verschaffen müssen. Sprich, wer gegen solche Beschlüsse verstößt, riskiert seine Mitgliedschaft in der Partei. Ich bin Kreisvorsitzender bei mir zu Hause. Ich habe in den letzten 2-3 Jahren eine Handvoll Parteiausschlussverfahren hinter mir. Die AfD könne man nicht auf dieselbe Ebene stellen wie die Linke, meinen Politikwissenschaftler. Zumal die ostdeutschen Landesverbände der Linkspartei, was ihre führenden Repräsentanten, was ihr Handeln und auch ihre Grundaussagen betrifft, sich im Rahmen der demokratischen Verfassungsordnung bewegen. Das ist bei der rechtspopulistischen, teilweise auch rechtsextremistischen AfD anders. Dennoch rät die Bundes-CDU den eigenen Leuten in Thüringen, Ramelow nicht zu wählen. Tja, wie geht's weiter mit der CDU nach AKK? Ein Kommentar von Michael Stempfle vom Südwestrundfunk. Egal, wer neuer CDU-Chef wird, für Angela Merkel wird alles anders. Vor allem bekommt sie mehr Gegenwind. Der Neue wird sich nicht von ihr plattmachen lassen. Nicht von ihrer Autorität, nicht von ihrem internationalen Renommee, so wie zuvor Gramm-Karrenbauer. AKKs Bemühen, die Konservativen in der CDU wieder mehr einzubinden, hatte Merkel bewusst nicht unterstützt. Eine Diskussion, wie konservativ die Union eigentlich noch sein will, hat Merkel lieber unterdrückt. Ein Fehler. Die Folge? Die Partei ist heute völlig verunsichert. Für AKKs Nachfolger wird also gelten, er muss den Ton angeben, auch auf die Gefahr hin, dass es künftig knallt. Und natürlich wird die CDU nicht bis Jahresende warten, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Genau das machte sie ja so heikel. Deutschland übernimmt ab Juli die EU-Ratspräsidentschaft und da geht es bekanntlich um gigantische Projekte wie die EU-Flüchtlingspolitik. Was also, wenn Friedrich Merz der Sprung an die Parteispitze gelingt? Genau, dann zerbricht die Regierung. Und das während der Ratspräsidentschaft? Lieber Herr Merz, lassen Sie es doch einfach mal gut sein. Armin Laschet und Merkel während der Ratspräsidentschaft? Das wiederum wäre denkbar, hat aber einen Haken. Laschet wäre politisch gesehen kein Neuanfang, sondern ein Weiter-so. Bleibt Jens Spahn. Der Mann, der als Gesundheitsminister einen guten Job macht, der keine heiklen Diskussionen, keine konservativen Positionen scheut und der seinen Aufstieg nicht wegen, sondern trotz Merkel geschafft hat. Doch wären etwa die stramm Konservativen bereit für einen schwulen Parteichef? Wieder so eine Diskussion, die noch nicht geführt wurde. Für Merkel wird in der letzten Etappe ihrer Amtszeit nochmal alles anders. Ihre Zukunft nach Ende der EU-Ratspräsidentschaft zum Jahreswechsel ist völlig offen. Die Meinung von Michael Stempfle. Letztlich hat auch er ein Stückchen zum Scheitern der Parteivorsitzenden der CDU beigetragen. Als der YouTuber Rezo im vergangenen Mai sein Video mit dem Titel »Die Zerstörung der CDU« hochgeladen hatte, da wurde dies von Millionen angeklickt. Nur fand Parteichefin Kramp-Karrenbauer nicht die passende Antwort auf die heftigen Anwürfe gegen ihre Partei. Wie Rezo gibt es unzählige sogenannte Influencer, die ihre Botschaften im World Wide Web verbreiten und darin geht es immer öfter auch um Politik. Wie viel Einfluss haben sie vor allem auf Jugendliche und welche Verantwortung, fragt am heutigen Safer Internet Day Simon Dörr. Hello und ganz herzlich willkommen zu einem
Schminktipps, Mode und Unterhaltung. Diese eher seichten Themen verbindet man seit Jahren mit Influencern. Bei ihren Fans treffen die Online-Stars den richtigen Nerv, sind sogar zu Idolen geworden. Ich glaube, dass Influencer schon so das Leben von einem mitbestimmen, also den Alltag auf jeden Fall, weil wir hängen die ganze Zeit auf Instagram rum. Die machen ja doch schon einen relativ großen Teil so an dem aus, was man doch dann auf YouTube und Instagram und Social Media Accounts mitbekommt. In erster Linie unterhalten sie und das macht Spaß, so Videos zu gucken auf YouTube. Also ich gucke in erster Linie mehr so Unterhaltungsvideos. Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an. Spätestens seit dem sogenannten CDU-Zerstörungsvideo von YouTuber Rezo ist klar, manche Influencer wollen nicht nur unterhalten, sondern politisch informieren. Oder sogar beeinflussen, mit Meinungsmache-Videos, auch in der rechten Szene. 3 Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer befreit die AfD gestern das letzte Bundesland von einer SED-Regierung. Journalist und Blogger Mirko Drotschmann hat auf seinem Kanal mehr als 1 Million Abonnenten. Dort erklärt er seriös die Welt und macht als Mr. Wissen to go aktuelle politische Geschehnisse verständlich. Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, tritt zurück. Er findet, gerade im politischen Bereich sollte man Kinder mit Meinungsmachern nicht alleine lassen. Wenn man 500.000, 1 Million oder sogar noch mehr Menschen erreicht, dann sind da schon viele dabei, die vielleicht noch sehr jung sind, nach Orientierung suchen und das glauben, was man ihnen erzählt oder sich auch daran orientieren. Und dementsprechend groß ist der Einfluss, den man da ausübt und es ist auch eine große Verantwortung. Influencer gehen mit dieser Verantwortung sehr unterschiedlich um. Medienpädagoge Stefan Aufenanger von der Uni Mainz hält Projekte in der Schule für sehr wichtig. Je jünger sie sind, desto schwieriger ist es, diese ganze Szene der Influencer und ihre Bedeutung auch zu durchschauen. Und wir müssen in der Schule stärker ihnen Wege zeigen, wie sie damit umgehen. Das heißt, Projekte machen, indem man sich zum Beispiel mal einen Influencer vornimmt, genau mal guckt, wofür macht er Reklame, was bewirbt er, mit welcher Sprache ist das. Medien als Schulfach könnte helfen. Doch die Schulen sehen sich dabei nicht allein in der Pflicht. Eltern müssen bereit sein, auf das Handy drauf zu gucken, in die Apps reinzuschauen, zu schauen, was machen die Kinder in den sozialen Medien. Die Eltern müssen an der Stelle ihre Verantwortung wahrnehmen und die Schule muss mit den Eltern Hand in Hand arbeiten. Wenn die jungen User gelernt haben, Fakten von Meinungen zu trennen, können sie selbst entscheiden, von welchem Influencer sie sich beeinflussen lassen. Und mit einem der YouTuber, die wir da gerade im Beitrag gesehen haben, Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen to go in Mainz, der für Funk unser Online-Angebot für junge Menschen arbeitet, habe ich vor der Sendung das Thema weiter vertieft. Guten Abend, Herr Drotschmann. Guten Abend. Sie haben im Beitrag gerade gesagt, der Einfluss sei sehr groß, den man da ausübt. Immerhin haben Sie fast 1,2 Millionen Abonnenten. Entsprechend groß sei auch die Verantwortung. Was heißt das genau für Sie? Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Naja, wenn man eine Menge Menschen erreicht, dann bedeutet das auch, dass viele Leute einem das glauben, was man erzählt. Und da ist für mich als Journalist ganz wichtig, dass die Fakten, die ich da weitergebe, auch vorher geprüft sind, dass sie stimmen und dass ich nicht irgendeinen Blödsinn erzähle. Und das heißt natürlich dann auch, dass man eine Verantwortung gegenüber gerade den jungen Menschen hat, die vielleicht dann doch eher was aufnehmen, ohne es selbst zu prüfen, als Leute, die schon ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen. Und klar, mit steigender Reichweite steigt auch die Verantwortung. Wobei ich schon sagen würde, auch jemand, der 1.000 oder 2.000 Menschen im Netz erreicht, hat eine Verantwortung seinem Publikum gegenüber. Weil Sie die jungen Leute ansprechen, wie medienkompetent schätzen Sie Ihre Follower denn ein? Was für Feedback bekommen Sie da? Naja, es gibt Bereiche, in denen sind sie durchaus kompetent. Wie bedient man Geräte? Wie postet man schnell ein Foto? Wie macht man eine Story bei Instagram oder Snapchat? Aber wo es noch ein bisschen hapert, sind zum Beispiel Einschätzungen von Quellen. Ich bekomme ganz oft Videos geschickt und da werde ich gefragt, sag mal, wie schätzen du das ein? Stimmt das? Ist es authentisch? Und sehr häufig sind das Fakes, sind das Sachen, denen man eigentlich so nicht glauben kann. Und da merke ich, da fehlt's. Da müsste in der Schule definitiv nachgeholfen werden. Ich finde, man bräuchte ein Fach Medienkompetenz oder Medienpädagogik, in dem genau sowas unterrichtet wird. Wie stuft man Quellen ein? Wie kann man herausfinden, ob eine Information verlässlich ist oder nicht? Gerade junge Menschen brauchen da noch ein bisschen Unterstützung. Vermutlich auch von Elternseite, auch nicht nur von der Schule. Ja klar, also da sind natürlich alle gefragt, wobei ich schon finde, dass es ein klassischer Unterrichtsstoff ist. Junge Menschen beschäftigen sich so viele Stunden am Tag mit dem Internet, sehen dort so viele Dinge und geben jede Menge Daten preis. Und sie sollten dann schon wissen, wie man damit richtig umgeht. Und man sollte ihnen das richtige Handwerkszeug an die Hand geben. Und ich finde, da ist die Schule genau der richtige Ort für.
Sie haben gerade gesagt, Sie als Journalist, aber nicht jeder sogenannte Influencer arbeitet journalistisch. Und gerade weil der Einfluss so groß ist, welche Folgen hat das? Gerade wenn es politisch wird, wenn sich eben Leute nicht immer bemühen, die Medaille eines Themas auch mal von der anderen Seite zu betrachten. Die Grenzen sind inzwischen total fließend. Früher war es so, es gab die klassischen Medien, dort wurden Dinge berichtet und man konnte sicher sein, das wurde redaktionell geprüft. Jetzt gibt es eben im Netz eine Demokratisierung. Es gibt jede Menge Menschen, die Hobbyjournalisten sind, in Blogs, bei YouTube und an anderer Stelle. Und es ist viel schwieriger für den Nutzer jetzt herauszufinden, wem kann ich vertrauen und wem nicht. Und da sind wir natürlich auch alle selbst gefragt, immer wieder zu hinterfragen, woher kommt denn die Information? Kann ich demjenigen vertrauen oder kann ich es nicht? Zu prüfen, wer steckt dahinter, und das ist schon schwieriger, als es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch der Fall ist. Was kann man da also machen als User? Naja, man kann zuerst mal gucken, ja, gibt es da ein Impressum, gibt es einen Absender, kann ich etwas über die Person herausfinden, die mir da was erzählt? Wenn das der Fall ist, dann kann man da weiter recherchieren, wer ist das? Wenn das nicht der Fall ist, naja, dann könnte da schon mal ein Indiz sein, dass da was nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Also Betonung auf könnte, bestimmte Informationen sollten dann vielleicht auch anonym verbreitet werden. Ja, und dann gehört es noch dazu, die Quellen zu prüfen. Erzählt er mir da irgendeinen Blödsinn oder hat er auch wirklich profunde Quellen, hat er das richtig recherchiert? Und da kann man auch selber auf die Suche gehen. Im Netz gibt es inzwischen jede Menge Möglichkeiten, selbst zu recherchieren. Da können wir alle zu Hobbyjournalisten werden und nicht einfach alles schlucken, was uns da vorgesetzt wird. Mirko Drotschmann, vielen Dank für diese Einsichten. Gerne. Man muss sich schon warm anziehen, wenn man sich im knallharten Aussiebeverfahren eines amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes durchsetzen will. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Denn zum Auftakt der parteiinternen Vorwahlen, mit denen die jeweiligen Kandidaten dann erkoren werden, geht es traditionell in um diese Jahreszeit arg vereiste Bundesstaaten. Nach der bei den Demokraten verkorksten ersten Abstimmung vergangene Woche in Iowa blicken jetzt alle auf den heutigen Urnengang in New Hampshire. Danach dann am 22. Februar auf den in Nevada und am 29. Februar ist dann South Carolina dran. Das wichtigste Datum ist aber der Super Tuesday am 3. März, wenn gleich 16 Staaten abstimmen, darunter so bevölkerungsreiche wie Kalifornien und Texas. Ein Drittel aller delegierten Stimmen sind da zu holen. Dafür wollen sich heute alle den nötigen Schwung holen. Bei den Republikanern gilt Amtsinhaber Donald Trump als so gut wie gesetzt. Bei den Demokraten liegen der jüngste und der älteste Kandidat vorn, wie Jan-Philipp Burgert berichtet. Mit 78 lässt man lieber rocken. Die Band The Strokes heizt bei Bernie Sanders Wahlkampfauftritt ein. Tausende junge Wähler freuen sich über das Gratiskonzert in New Hampshire und feiern Gastgeber Sanders für seine Versprechen. Wenn der Kongress der Vereinigten Staaten die Betrüger der Wall Street raushauen und Milliardären Steuererleichterungen geben kann, können wir alle Schulden für Studiengebühren in Amerika erlassen. Sanders will auch überall in den USA Marihuana legalisieren. Und er kommt noch mit weiteren Themen bei vielen jungen Amerikanern an. Ich liebe seine Ideen zu strengeren Waffengesetzen, Gleichberechtigung und Krankenversicherung für alle. Es geht um uns und nicht nur um ihn. Er versucht, seinen Namen zu nutzen, um Gutes zu tun. Punkten bei den Jungwählern will auch Pete. In dieser Highschool wird Pete Buttigieg gefeiert wie ein politischer Popstar, auch wenn sein Programm gemäßigter ist als das von Sanders. Er ist 38 Jahre jung, Afghanistan-Veteran, Ex-Bürgermeister eines Städtchens mit gerade einmal 100.000 Einwohnern. Was seine Gegner als Unerfahrenheit kritisieren, verkauft Buttigieg als Vorteil. Ich würde den Hund meines Nachbarn wählen, wenn ich denken würde, dass er Trump schlagen kann. Aber ich glaube, wir können das besser. Wäre es nicht toll, wenn Trump gegen jemanden antreten müsste, der kein Millionär ist? Ein Bürgermeister, der in einer Mittelklasse-Nachbarschaft im industriell geprägten Mittleren Westen lebt und arbeitet? Bei Liam McVitie kommt diese Botschaft an. Er ist 17 Jahre alt und strebt wie Buttigieg eine Laufbahn im Militär an. Auch die Tatsache, dass Buttigieg mit einem Mann verheiratet ist und öffentlich dazu steht, findet Liam inspirierend. Es ist gut, jemanden zu haben, der so unerschrocken und mutig ist, der zu seinen Überzeugungen steht, zu dem, was er ist. Man braucht viel Courage dafür. Nur wenige andere Kandidaten haben diese Fähigkeit, sich so zu exponieren und sich auch dem Risiko von Kritik auszusetzen. Weil Liam erst 17 ist, darf er selbst noch nicht wählen. Trotzdem will er dafür sorgen, dass Buttigieg gewinnt.
Als freiwilliger Helfer läuft er bei Eiseskälte durch New Hampshire und klopft an Türen, um noch unentschlossene Wähler im Gespräch für Buttigieg zu gewinnen. Sein politisches Engagement sei keine Ausnahme, sondern typisch für seine Generation. Wir fühlen uns nicht gehört. Wir sehen zwar im Internet viele andere Leute, die so denken wie wir, und trotzdem ändert sich nichts im Weißen Haus, in der Politik. Deshalb kämpfen wir für diese Veränderungen. Manchmal lässt sich der Spieß umdrehen, singen The Strokes in ihrem Song Someday. Eine Hoffnung, die alle jungen Demokraten miteinander verbindet. Jan-Philipp Burgert in New Hampshire. Zeichnet sich denn schon ab, wer diese Vorwahl heute gewinnen könnte, wie das ausgehen könnte? Also in den letzten Umfragen, da führt Bernie Sanders vor Pete Buttigieg. Und dahinter gibt es einen sehr spannenden Dreikampf. Amy Klobuchar, die Senatorin aus Minnesota, die bisher kaum jemand auf dem Radar hatte, die hat überraschend an Popularität gewonnen. Das ist eine große Herausforderung, insbesondere für Elizabeth Warren, die Senatorin aus Massachusetts, und für Ex-Vizepräsident Joe Biden. Und Biden, der schwächelt nicht nur in den Umfragen, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ihn hier in den vergangenen Tagen bei mehreren Wahlkampfauftritten erlebt und da wirkte er müde, fahrig. Es fiel ihm extrem schwer, Aufbruchstimmung und Begeisterung zu erzeugen. Und das ist ja genau das, was die Demokraten so dringend brauchen. Und sollte Joe Biden hier in New Hampshire so schwach abschneiden wie zuletzt schon in Iowa, dann dürfte es für ihn ganz schwer werden, noch Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu werden. Jan-Philipp Burgert, vielen Dank für die aktuellen Eindrücke aus New Hampshire. Seine scharfe Kritik an der AfD hat Bundesinnenminister Seehofer eine Klage der Partei eingebracht. Heute hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe darüber verhandelt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber. In dem Verfahren geht es um ein Interview Seehofers mit der deutschen Presseagentur. Darin hatte er der AfD staatszersetzendes Verhalten vorgeworfen. Das Interview wurde auch auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums veröffentlicht. Die AfD kritisiert, dadurch werde die Neutralitätspflicht eines Ministers verletzt. In ähnlichen Fällen hat das Verfassungsgericht bisher betont, Minister dürften sich auch parteipolitisch äußern, aber nicht in offiziellen Verlautbarungen wie etwa einer Pressemitteilung des Ministeriums. Der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, gibt sein Amt ab. In einem Brief begründet Marx seine überraschende Entscheidung mit seinem Alter. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 72 Jahre alt. Marx gilt als treibende Kraft hinter einem als synodaler Weg bezeichneten Reformprozess der katholischen Kirche. In Genf haben sich etwa 400 Mediziner und Forscher auf Einladung der Weltgesundheitsorganisation WHO getroffen, um über Strategien gegen das neuartige Coronavirus zu beraten. Ziel der Konferenz soll ein gemeinsamer Fahrplan für die Forschung sein, um Medikamente und Impfstoffe gegen den Erreger zu entwickeln. Mittlerweile haben sich weltweit etwa 43.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 1.000 sind gestorben. Die WHO fürchtet eine globale Ausbreitung. Der Automobilkonzern Daimler hat auf der heutigen Bilanzpressekonferenz einen Gewinneinbruch um 64% verkündet. Prämien für Mitarbeiter und Dividenden für Aktionäre werden gekürzt. Gründe dafür sind Strafzahlungen wegen des Dieselskandals und hohe Investitionen in die Umstellung auf Elektromobilität. Mehr dazu von Markus Görne. Die Herausforderungen, die Unternehmen auf klimafreundliche Produktion und klimaneutrale Produkte umzustellen, treffen alle Autohersteller. Denn in Sachen CO2-Rückgang fährt der Verkehrssektor ziemlich hinterher. Von 1990 bis 2018 konnte der CO2-Ausstoß in Deutschland um 31% reduziert werden. Aber der Verkehrssektor hat dazu quasi nichts beigetragen. Da muss sich jetzt in diesem Jahrzehnt viel ändern. Denn bis 2030 soll sich der CO2-Ausstoß insgesamt halbieren. Dazu muss der Verkehrssektor dann um die 40% reduzieren. Das wird teuer und es braucht viele E-Modelle, die die Bilanz der Hersteller verbessern. Denn sonst drohen ab dem nächsten Jahr Strafzahlungen. Um Kosten zu senken, fusionieren immer mehr Hersteller wie Fiat Chrysler und der französische PSA-Konzern. In der Fußball-Bundesliga hat es einen überraschenden Trainerrücktritt gegeben. Jürgen Klinsmann legte nach knapp 11 Wochen sein Amt bei Hertha BSC nieder.
In einer Mitteilung auf Facebook nannte der 55-Jährige als Grund fehlendes Vertrauen der Vereinsführung. Nun wolle er sich auf seine Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückziehen. Dalí, Magritte, auch Picasso. Es gibt eine ganze Menge weltberühmter Männer, die einem einfallen, wenn es in der Malerei um den Surrealismus geht. Dabei gab es in kaum einer anderen künstlerischen Bewegung so viele Protagonistinnen wie im Surrealismus. Frauen, die einen wesentlichen Beitrag zu dieser Kunstform leisteten. Und dennoch sind die meisten von ihnen heute weitgehend unbekannt. Mal abgesehen vielleicht von Frida Kahlo. Um diesen weiblichen Beitrag zu würdigen, um zu zeigen, was die Künstlerin von ihren männlichen Kollegen unterscheidet in Ausdruck, in Perspektive, beginnt übermorgen in der Frankfurter Schön die Ausstellung Fantastische Frauen. Andreas Clarisse zeigt sie uns vorab schon mal. Es sind Traumsequenzen, in Öl festgehalten. Schöne und beunruhigende Fabel oder Mischwesen, häufig erotische Fantasien. Das alles sind Elemente der surrealistischen Kunst, die in Paris in den 1920er Jahren ihren Ursprung hatte. Kein Stil, eher eine Geisteshaltung. Alle hatten vorher am Ersten Weltkrieg teilgenommen und hatten das Gefühl, dass unsere herkömmliche Gesellschaft gescheitert war. Der Krieg hatte sozusagen die Grundregeln, auch der Moral, alles zerstört. Und sie waren auf der Suche nach einer neuen Gesellschaftsstruktur und großer Freiheit. Sie waren gegen Konventionen, gegen Bürgertum, Staat, Politik und die Kirche, interessierten sich für die neue Psychoanalyse. Eine zentrale Künstlerin der Ausstellung ist Merit Oppenheim. Als junge Frau, eher Muse und Freundin von Künstlern wie Man Ray und Max Ernst, wurde sie später eine vielschichtige Malerin, Bildhauerin und Poetin. Es gibt keine andere Bewegung der Moderne, wo die Erotik, das Verlangen, der Körper eine so große Rolle spielt wie im Surrealismus. Und die Künstlerinnen waren natürlich beides. Sie waren Objekt männlicher Fantasien, aber eben auch Subjekt. So finden sich im ersten surrealistischen Film der Filmgeschichte von 1927 Die Muschel und der Kleriker von Germaine Dulac neben Traumsequenzen auch erotische Männerfantasien. Fotoarbeiten von Dora Maar aus den 1930er Jahren beeindrucken ebenso in ihrer surrealen Vielfalt. Gesicht der Ausstellung ist aber Frida Kahlo. Surrealisten aus Paris hatten sie und ihren Mann in Mexiko besucht, enge Freundschaften entstanden. Die weltberühmte mexikanische Künstlerin verstand sich zwar primär nicht als Surrealistin, ihr Einfluss auf die Bewegung war aber immens. Kahlo wurde Teil dieses surrealistischen Netzwerks. Sie war ein großes Vorbild für viele. Und in ihrem Werk vereinigt sich eine Mischung der Kulturen, auch etwas, was die Surrealisten gesucht haben. Toyen ist eine der 34 fantastischen Frauen, die ebenso wie Jane Graveroll in der Frankfurter Schirn bis Ende Mai zu bewundern ist. Und damit zu einer ganz realen Frau, die uns zuverlässig wie immer die Wetteraussichten präsentiert. Claudia, was zeichnet sich da ab? Ingo, da zeichnet sich so einiges ab, nämlich viel nass. Und deswegen haben wir mal ganz realistisch gezeichnet, nämlich das, was da an Regen auf uns zukommt. Und zwar bis Freitagmorgen. Spannend vor allen Dingen, weil wir wieder im Stau von beispielsweise Schwarzwald oder Alpen richtig viel bekommen. Das sind zum Teil an die 50 Liter pro Quadratmeter. Und man sieht hier auch in Schleswig-Holstein ganz blau, auch da kommt immer wieder nass von der Nordsee herein. Wobei das meiste davon wird in den Hochlagen sogar als Schnee fallen. Und selbst am Freitagmorgen, wo es Donnerstag warm wird und viel Schnee schon wieder wegschmilzt, liegen dann zum Beispiel in den Hochlagen des Schwarzwaldes oberhalb von 1000 Metern 60 Zentimeter, in den Alpen sogar 70, 10 Zentimeter, dann immer noch in den Hochlagen des Sauerlandes, Harz, 15 Zentimeter oberhalb von 800 Metern. Und in der Nacht und morgen kann es sogar durch den Lake-Effekt, das heißt, die Luft streicht übers warme Wasser,
dann kommt eben diese Luft, angereichert mit viel Feuchtigkeit, in Schleswig-Holstein an. Und es schneit bis runter, zum Teil sogar mal richtig kräftig. Da wird nichts liegen bleiben, zumindest nicht bis Freitagmorgen. In den Hochlagen ist aber Schnee angesagt. Das heißt, auch in der Nacht kann es Graupelschauer geben, zum Teil auch noch mit Schnee oberhalb von 300, 400 Metern, eben auch in Schleswig-Holstein. Dazu ist es stürmisch im Norden, mit zum Teil schweren Sturmböen direkt an der Küste. Glättegefahr vor allem da, wo es schneit, also so oberhalb von 200, 300 Metern. Der Schnee schafft es aber zum Teil auch bis runter. Das gilt auch für den morgigen Vor- und Nachmittag. Auch da sind immer wieder Graupelschauer, einzelne Graupelgewitter bei. Und im äußersten Norden zum Teil schwere Sturmböen direkt an der Küste. Glättegefahr weiterhin in den Hochlagen. Zwischendrin auch mal längere, trockene und sonnige Abschnitte. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf meist 4 bis minus 3 Grad in den Hochlagen am Alpenrand. Im Laufe des Tages geht es dann immerhin wieder rauf auf Werte zwischen 1 und 9 Grad sogar am Nachmittag. Das heißt, am Oberrhein wird es relativ mild. Die richtig milde Luft kommt aber erst dann, nämlich in den nächsten Tagen. Donnerstag erstmal trockener Beginn, aus Westen dann kräftiger Regen, Sturm im Südwesten. Am Freitag insgesamt Wetterberuhigung. Das sind doch ganz ausgezeichnete Aussichten. Claudia, vielen Dank dafür. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Talk am Dienstag, einem Best of 3 nach 9. Und um 0.15 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.